So, wieder zurück bei Devil May Cry 4 und es geht weiter. Ah, ich hab schon gewusst, dass ich die Mission hier in zwei Sachen unterteilen muss, weil viele Cutscenes. Ja, die rote Kugel habe ich mir erstmal gar nicht geholt. Ich habe keinen Bock, nämlich jetzt da eine Stunde zu versuchen. Ist ja sowieso nur eine rote Kugel. Und das ist hier viel wichtiger, weil das ist auch eine schöne Mission. Und zwar Gegner vernichten. Man soll die gegnerischen Dämonen in der Zeit, in der vorgegebenen Zeit vernichten. Das Schnellste, was ihr machen könnt, ist einfach nur rumrennen und die ganze Zeit die hochheben und zweimal auf den Boden klatschen. Weil dann sind sie tot. Ja, und ich spiele auf Teufelsjäger. Dachte auch, dass die mehr aushalten, aber nö. Nö, nö. Machen sie nicht. So, noch einer da. Komm her. Get lost. Yeah. Da ist noch einer. Komm her. Ach, das sind zwei. Eins und zwei. Und eins und zwei. So. Und damit erhalten wir unseren ersten blauen Splitter. Oder Teil einer blauen Kugel. Blaue Fragment kristallierte. Was? Blauer. Blaue Fragmente kristallierter Lebenskraft. Vier davon bilden einen ganzen Stein. Und bei jeder Mission kriegen wir einen. Hat sich das gereimt? Ich weiß es nicht. Kann sein. Wäre schön. Ja. Hier kommt ein Kampf. Mal wieder. Tausend Kämpfe hier. Ja, ja. Und ich bin nicht so toll in diesem Spiel. Ich weiß. Also, es gibt tausendmal bessere Spieler in diesem Spiel, aber ja, es ist auch gerade mal der Anfang. Von daher nimmt es mir nicht übel. So, hier kommt schon wieder ein Kampf. Ich drück einfach jetzt immer, wenn ein Kampf kommt, das weg. So. Oh weia, das war knapp. Kommt her, Gott. Ja, yeah, ja. Brutal. Kann dich nicht auch provozieren? Komm, provozier mal. Nero, provozier. Provozier, Nero. Der kann nicht provozieren. Verdammt, dann kann ich die eine Mission nicht machen. Nein. Ja, hier gibt es nämlich noch eine Mission, wo man denn die ganze Zeit Gegner provozieren muss. Also auch, man muss ohne Angreifen versuchen, die Stilanzeige dieses Deadly da hochzubekommen. Das muss man schaffen. Aber ich habe gerade irgendwie keinen Spotten an. Keine Ahnung wieso. Ist mir egal. Ist ja auch egal. Ich sag Wayne. So. Ja, das war ein Riesenkristall, der gibt ganz schön viele Punkte, wenn man es richtig macht. Ich hatte leider noch nicht meine Combo, aber ich habe noch nicht meine Combo, damit hätte ich nämlich 500 oder ja, so ungefähr 500 Punkte mehr rausholen können, aber und an die gehe ich einfach mal vorbei, weil die interessieren uns nicht. So, es geht weiter. So. Was glaubt ihr, was hier jetzt kommt? Ha, ein Kampf, genau, aber da gehe ich noch nicht lang. Weil die Brücke ist noch unten. Da komme ich also sowieso nicht lang. Ja, ich kenne dieses Spiel auswendig. Also, erstmal hierhin, falls ihr dieses Spiel nicht kennt. Und hier rein. Hier kommt, wie immer, ein Kampf. Aber diesmal mit neuen Gegnern, neuen Clowns. Die allerdings auch nicht viel besser sind als die anderen. Die brauchen bloß länger, um anzugreifen, finde ich. Die halten viel mehr aus, aber sind total schwächer. Also, bumm. Nochmal ran und bumm. Lalala. Ich schaffe hier immer nur ein B. Weil die Monster nicht so viel aushalten. Doof. Ja, dieses Rad, kann halt Barrieren sprengen oder auch andere Sachen wegmachen. Also, das ist ein Mechanismus. So. Oh mein Gott, kommt in diesem Kampf schon Beryl? In der Mission meine ich? Bin mir gar nicht sicher.
Ach mein Gott, ich habe keine Zeit. Also er hat, mein Gott, er ist einfach dann kurz weggegangen und hat dann mit zwei Kugeln raufgeschossen. Dann ging das Ding auf einmal. So, Entschuldigung, aber ich habe nur noch 5 Minuten. Und natürlich muss ich natürlich mal wieder dieses Handy entriegeln, das total dumm ist. So, und ich bin gerade blind gelaufen. Schön. So, wir gehen hier rüber wieder. Die interessieren uns nicht. Die könnt ihr auch von der Ferne abknallen, wenn ihr wollt. Braucht ihr nicht. Wir wollen nämlich hier lang. So, an die könnten wir nämlich auch vorbeigehen. Aber, ja, verdammt. Nero, weil ich... Nero, ich... Jetzt auf einmal, Penner. So. Komm her. Hallo. Was ist denn mit dir los, Nero? Oh, verdammt nochmal. Okay, ich bin auch nicht so gut drauf jetzt heute irgendwie, weil... keine Ahnung, es ist schon ein bisschen später und ja, ich kann morgens dieses Spiel besser spielen auf jeden Fall, merkt man, hoffe ich. So, wir gehen weiter, ja, ich habe nur noch 4 Minuten. Cutscene kommt, dann kann ich die nicht mehr reinschneiden. Das ist schön, das ist sehr schön. Nein, kommt eigentlich nicht. Jetzt kommt eigentlich der Bergbauteil, der auch nochmal ungefähr so 10 Minuten geht. Schön. Verdammt nochmal. So. Hier nach unten gehen. Hochspringen wieder. Hochziehen. Oh ja. Fickt euch doch. So, danke. So, an diesen Dingen könnt ihr auch blaue Kugeln euch besorgen. Und zwar müsst ihr das Ding hier halt auf den auf eine bestimmte Stufe bringen. Oh, verdammt nochmal. Verdammt, verdammt, verdammt. So, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Geht doch, danke. Oh, 2 Minuten auch noch. Boah, komm schnell, 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 schnell. Kommt hier Burial? Ich hoffe nicht. So, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Objekte, Objekte, Objekte. Blablabla. Ne, 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 ne. Ganz schnell. Goldene Kugel, blaue Kugel und dann noch ein Lebenskraftding. So. Dann gehen wir hier durch. Und wir müssen stoppen. Den Kampf kriege ich nicht in ein Video und da. Ja, sorry, Leute. Ich muss die cutten. Also bis gleich.